Wenn wie hier zum Dixieland Festival die Besucher in Scharen nach Dresden strömen, freuen sich auch die Hoteliers. Eine Freude, die offenbar manch einer teilen möchte, von dem man das gar nicht erwartet. In einem Buchungsportal ist uns dieses Hotel aufgefallen, das Übernachtung, tollen Service und Wellness zum günstigen Preis verspricht. Es gehört zur DGUV, zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Eine gesetzliche Sozialversicherung, die ein Hotel betreibt? Geht das? Die öffentlichen Körperschaften haben Angelegenheiten der Allgemeinheit wahrzunehmen. Dazu gehört nicht der Betrieb eines Hotels. Die gesetzliche Unfallversicherung, eine Säule des Sozialsystems. Zusammen mit Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sichert sie die Allgemeinheit sozial ab. Über 526 Milliarden Euro, meist Beitragsgelder, kostete das vergangenes Jahr. Braucht so ein System Zusatzeinnahmen durch private Gäste? Im Werbevideo verspricht das Hotel der gesetzlichen Unfallversicherung größtmögliche Annehmlichkeiten. Offenbar für jedermann, von Einschränkungen keine Rede. Wir machen den Test. Wollen wissen, richtet sich das Angebot vielleicht doch nur an Versicherte und Angestellte der Unfallversicherung oder ihrer Träger, der Berufsgenossenschaften? Das Gebäude gehört dem Dachverband der Berufsgenossenschaften, aber wenn Sie jetzt hierher kommen, sind Sie ganz normaler Hotelgast. Da haben Sie mit der Unfallversicherung gar nichts zu tun. Und Ihre Kollegin sagte, das Haus wird heute voll. Das heißt, das sind alles Touristen? Ja, aufgrund des Dixieland-Festivals sind das jetzt fast alles Touristen. Als ganz normale Touristen haben wir also in einem ganz normalen Hotel eingecheckt. In einem großen und schicken noch dazu. Mit allem, was der Gast so schätzt. Professor Eberhard Eichenhofer ist gelinde gesagt ziemlich überrascht über das Angebot. Der Sozialrechtler betont, dass beitragsfinanzierte Sozialversicherungsträger in der Privatwirtschaft nichts verloren hätten. Verwöhnwochenende. Blumengruß, romantischer Willkommensgruß, Candlelight-Dinner als Dreigangmenü. Die Unfallversicherung hat die Aufgabe, Menschen, die einen Arbeitsunfall erlitten haben, zu entschädigen bzw. den Unfallgefahren in den Betrieben entgegenzuwirken. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, aber die Unfallversicherungsträger dürfen nur auf diesem Aufgabenfeld tätig werden, sie dürfen nicht auf anderen Gebieten tätig werden. Doch erstaunlich. Offenbar reicht so manchem Sozialversicherer sein angestammtes Terrain nicht aus. Hier wirbt die Techniker-Krankenkasse für ihr Seminarhotel nahe Erfurt. Einen schönen guten Tag. Ich bräuchte zwei Zimmer morgen und übermorgen. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja. Frage, ich bin jetzt nicht zu einem Seminar bei Ihnen. Ah, geht auch ganz normal für Touristen. Interessant. Auf offizielle Anfrage hin hat uns die Techniker-Krankenkasse erklärt, das Bildungszentrum Hain wird ausschließlich für die Durchführung der internen theoretischen Berufsausbildung, interner Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und interner Tagungen betrieben. Touristen buchen das Bildungszentrum nicht. Touristen buchen hier nicht. Wir machen den Test vor Ort. Zwei Zimmer für zwei Tage. Kein Problem. Das Haus gehört der Techniker-Krankenkasse. Hier kann aber jeder rein, auch externe Gäste wie Sie. Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, die sich auf dem Hotelmarkt tummeln? Für den CDU-Gesundheitspolitiker Rolf Koschorek ein bisher nicht bekanntes Modell, bei dem dicke Fragezeichen angebracht sind. Wenn es dann wirkliche Unternehmungen sind, dass dort unter Umständen eben auch unternehmerische Risiken eingegangen werden, für die dann schlussendlich die Beitragszahler Solidargemeinschaft haften muss, das kann nicht angehen. Ich möchte das politisch zumindest hinterfragt wissen und fordere auch die Aufsicht auf, dort entsprechend einzugreifen und zu gucken, ob das wirklich mit den Rahmenbedingungen, den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Verwendung von Beitragsgeldern in der Sozialversicherung einhergeht. Zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bundesversicherungsamt. Die Antwort auf unsere Nachfrage zu den Angeboten fällt eindeutig aus. Sozialkassen dürfen zu Aus- und Weiterbildungen Gäste beherbergen, aber kein Geschäft mit privater Kundschaft betreiben. Zitat: Angebote an Touristen sind unzulässig und ganz explizit, die Werbung um Touristen ist nicht erlaubt.
Denn schließlich lebt manch einer davon, Gäste zu beherbergen. Marc Arendt und seine Angestellten zum Beispiel. Er betreibt ein Hotel in Dresden, also dort, wo die Unfallversicherung für Nachtschwärmer und Verwöhnwochenenden wirbt. Auf die Konkurrenz, die er auch noch selber mitbezahlt, ist Arendt nicht gut zu sprechen. In dem Fall handelt es sich ja um ein Hotel, das sich im Prinzip über Zwangsbeiträge von Mitgliedern finanziert, also Berufsgenossenschaft. Wir sind ja da zwangsweise Mitglied, die dann zu uns als Wettbewerber auftreten. Und das nicht im Verborgenen, sondern sehr aggressiv und mit entsprechenden Preisen, mit entsprechender Marketingausstattung. Und das stört einen dann als normalen Marktteilnehmer schon erheblich. Ein Haus voller Touristen, Angebote über Hotelportale. Auf unsere Nachfrage erklärt die Unfallversicherung, man beherberge Privatleute nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Und in erster Linie richteten sich Angebote und Werbung an Teilnehmer von Seminaren oder Kongressen, die früher anreisen oder ihren Aufenthalt verlängern wollen. Fakt ist, die betroffenen Sozialversicherungsträger müssen jetzt mit Prüfungen seitens der Aufsichtsbehörden rechnen. Und möglicherweise nicht nur das. Jeder Hotelier, der in dieser Region tätig ist, könnte mit ziemlicher Sicherheit durch Erhebung einer Klage vor einem zuständigen Gericht erreichen, dass diese Tätigkeit unterbunden wird und dass gegebenenfalls eingetretene Schäden zu ersetzen sind. Auf das nette Zusatzgeschäft könnte so eine Menge Ärger folgen.